Was sollte ich denn tun? Sterben. Ja, Restart nochmal mit Lilith. Ich mache das jetzt, ich mache jetzt hier keinen Cut, das wäre total blöd. Also, auch wenn das vielleicht cooler ist, aber. Ach Quatsch. War's am laufenden Band. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das halt cooler ist, wenn man immer vollständige Runs hat, aber. Das ist halt so schwierig zu planen, wie lang die Runs in Isaac werden. Pinky Eye, Poison Shots, nehmen wir mit. Vielleicht läuft es diesmal ja besser. Ich brauche ja nur mehr Babys. Was, der war da gerade. Da, okay. Lilith ist schon ganz cool, aber. Money? Ich hatte halt Pech mit den Items, absolut. Was sind das hier für X? Kann man die wegbomben? Nee. Sah nämlich so aus, da war ein X auf dem Boden, aber ich glaube nicht. Nein! Nein! Dass das irgendwas Ich zu bedeuten hat. nehm's, aber ich werde so sauer sein, dass ich es genommen habe. Was hast du genommen? Soymilk. Nein! Nein! Das war so einmal. You never take Soymilk. But I actually took Soymilk. Wow. I can't even handle right Das war now. Hoffentlich dämlich. trifft mich das hier nicht. Blödes Baby. Jetzt sprengen wir erstmal weg hier. Der will Schlüssel. Okay. Can't even handle right now. Ich bin noch kleiner. Ich habe noch so eine Ja, Pillage. es war so klar, dass das. Es gab hier keinen Safe Spot. Ja, auf zum ersten. Wow, und dann auch noch Little Horn. Little Bastard Horn. Little Horn, wirklich. Mit Double Soy Milk. Oh Gott. Oh, ich hab Greed. Warum habe ich die Soy Milk genommen? Da wollte er wieder greeden. Ich bin noch smaller. Ja, too much on my screen! Little Horn als erster Gegner, ey. Ja! Meine eigenen Babys bouncen mir die Scheiße ins Gesicht. Hallo, Babys, please. Ah! Trollbombe von behind. Problem ist halt auch, der wird nicht unbedingt langsamer, der Ball. Geht ja mit's Oh Anyways. Gott. Es ist T-Urn. Wafer. Wow. Wie so ein Rubberball, das Ding. Wow. Nein! Wow. Was? Oh, zum Glück ist das Hohen so ein Drecksvieh down, ey. Was war Wow. nochmal die High Priestess? Ich habe keine Ahnung von den Karten. Ich glaube, das war der Stomp. Ich habe gerade aus Versehen irgendein Setz mal Herz, später ein. irgendwas eingesammelt. Mal ganz kurz gucken, was das war. Ach, die Nadel. Oh. Gut, kennt gerade keine Grenzen. Ja, dieser Run wird nicht lang. Sehr schön. Auf der ersten Vielleicht bin ich mit Ebene. meinem dann durch. Auf der ersten Ebene gleich das Herz verloren und Zäumelk. Oh je. You unlocked Lazarus. Der andere lief eigentlich, ja, und das Baby bounced mir wieder den Gegner und mich selbst. Das ist eigentlich das Allerschlimmste. Bist du wieder Lilith? Ja, und ich habe ja Rerun gemacht, damit bist du dann automatisch. Ach ja, stimmt. Ich mag die, aber. Ach, diese Runs, die ich gerade mit der kriege. Wenn ich halt nicht in den ersten zwei Itemräumen ein Baby kriege, ist die. Ach, da waren Stacheln. Monstro 2, Ja, übrigens. die habe ich doch ja auch nicht gesehen. Die Stacheln habe ich doch ja auch nicht gesehen. So, mit der dritte Run. Wow! Was ist denn das für eine Hurensohnfliege? Kommt die einfach von hinten angeraged, ey. Ach, nee, das wird ja nicht. Monstro 2 down. Kriegen die Stammzellen, erhöhen meine Lebenspunkte. Nicht auf die Fläche laufen. Und in War auch nicht auf die Fläche laufen. Devil Rune. Ich glaube, das machen wir nicht. Ich hätte jetzt zur Auswahl. Das weiß ich, ich werde Ja, beides nehmen. übertreib's halt. Ich hab hier auch Einmal die Damage. Schaufel. Ja, und ich bleibe an dem scheiß Stein hängen. So sauer auf diese Räume gerade. Und einmal dieses Demon Baby, was dir Ja, du kriegst die was ganzen Herzen. Babys. Ich will Nein, auch mein Moment, Baby. Moment, Moment. Das ist das Vieh, was die Herzen aufsammelt. Ich dann auch doppelt so viele. Ja, das bringt dir aber nichts. Kann ja nur eins davon Egal, ich will aufsammeln. mehr Babys. Ich nehme das nicht mit. Oder? Ach, jetzt ist es eh zu spät. Ja, ein Raum voller Trollbomben. Ich könnte ja mal noch ein Baby kriegen.
habe hier aber auch die sinnlosesten Räume. Was ist das denn? Buttbombs, na toll. Ich auch für Items krieg, ey. Okay, dann noch eine Donation Machine. Na komm, lauf ja durch. Den hier bomben erstmal weg. Gott, ich bin so schnell, ne? Gut, Geld ist jetzt erstmal nicht verkehrt, aber. Wo war denn El Shoppo? Ach, Schlüssel habe ich nicht noch mehr. Der Hermit, was hat denn der nochmal gemacht? Hat der mich zum, zum Shop gebracht? Weiß ich nicht. Werde ich dann gleich einsetzen, sehen wir es ja. Dogfood haben wir bekommen. Einen Schlüssel, den nehme ich auf jeden Fall auch für den nächsten Item Room. Ja, bringt mich in den Shop. Actually, ich hole mir sogar noch den Schlüssel. Fanny Pack filled with goodies. Geh dann zurück. Goodies habe ich jetzt davon nicht gesehen. Hol mir die Kiste. Mit einer Trollbombe. Und hol mir direkt wieder Double Key. Retrovision, ach komm hier. No risk, no fun. Da retrovisiert ja schon wieder. Ach, da unten war ich. Huch. Oh Gott, großer Raum, was haben wir denn hier? Dingel. Also. Ach komm. Andere Dingel. Lief sogar gar nicht so übel. Mit minimal 2 und Monstro. Bin schon bei 24 Minuten. So viel zum Speedrun. Das Speedrun hat ja keiner gesagt. Ich bin schon beim dritten Run. Ah! Wow! Oh Gott. Eine Kugel hat mich getroffen, ey. Tears up. Evil Range und Shot Speed up. Glück noch ein Heaven Heart, damit kriege ich jetzt gleich noch ein neues, da habe ich wieder 3. Also das Himmelsherz, das halbe wird. Das war Bad Trip, ich dachte, das war Lacker, ich habe es gerade nicht lesen können wegen Level nimmt, ich wollte nicht warten. Wenn man es mit ins nächste Level nimmt, dieses halbe Himmelsherz, wird das zu einem ganzen roten. Ja, da geht man in den ersten Raum auf der nächsten Ebene und es ist ein Boss. Ja, ja! Spawn mir halt das Gesicht voll, ey. Ich hab hier auch Damage. So, die blauen Flammen. Ich musste irgendwelche scheiß Bomben finden auf der ersten Ebene. Ah, ihr habt natürlich Pech. Und mir immer das Gesicht voll, ey. Ich brauche halt 8 Schuss für so ein kleines Würmchen oder so. Kein Damage einfach nicht hab. The Stars, was macht The Stars? Teleportiert dich, glaube ich, in den Itemraum. Two of Spells, doubled auf jeden Fall den Shit. Ich hab ne Pretty Fly, läuft. Guck mal, was The Stars macht. Ja, ab in den Itemraum. HP up plus you feel protected. Ich hab Cancer gefunden. Also als. Achso, ich wollte schon sagen, den anderen Cancer, der hätte dir Tears abgebracht. Nee, Ja, weißt du, was du meinst? Wie heißt denn das hier? Celestial Sign im deutschen. Sternzeichen, genau. Tierkreiszeichen. Genau. Ach, was auch immer. Juicy Sex, Sticky Babies. Warum kriegst denn du immer alle Babys? Der hinterlässt bloß so eine Slow. Bad Trip. Gucken, ob hier blaue Herzen irgendwo sind. Nö. Oder? Ja, und wieder die Gegner. Wow, sogar die verbesserten Gegner von der Sorte. Er spawnt auch Spinnen. Oh, was waren die Empress? Du kriegst, glaube ich, mehr Damage für den Raum. Ach, das war Hure von Babylon quasi. Side-Effekt. Oh, jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Laserschießer. Kommt neben mir raus. Laserspinnen. Mal bitte der Fette sterben. Ich habe eigentlich noch genug Bomben. Wow, dass das gerade funktioniert hat, ohne dass ich drauf gehe. Ich habe hier einen Itemraum. Ich habe hier aber noch nicht das Secret. Da war es nicht.
Hier wüsste ich nicht wo. Hier in dem Small Room, ich bin gerade maximal sauer. Hier könnte es nicht sein. Okay, das sind zum Glück immer noch zwei. Huiuiui. Das ist jetzt fies, wow. Das ist noch viel fieser. Ja, so können sie nicht schießen. Was sind sie jetzt? Oh, out of screen! Ja, das ist Whore of Babylon Effekt. Sorry für Atmungen, aber das war gerade wieder mal unglaublich knapp. Oh, ich habe aber auch den härtesten Buhl, ey. Da liegt doch noch eine Batterie, hoffe ich, dann nachher. Da sind auf jeden Fall noch mehr Zeugs drin. Ui, das ist laut. Laut? Ich habe gerade die Videosequenz vom Momkill. Ach so, okay. Vielleicht bin ich ja auch. Vielleicht schaffe ich ja heute noch den ersten Kill. In diesem Raum. Ja, vielleicht. Ich glaube nicht dran, aber. Ja, den Raum nehme ich jetzt nur mit, um mein Item aufzuladen und hoffe, dass ich hier durchkomme. Alter Schwede. Wow, Alter. Knapp und knapper, ey. Hier ist ein Shop, ich habe 7 Münzen. Hm. You unlocked the bomb. War das der Run, wo ich, ich glaube... Und einige ja, Challenges. Golden Key. Nein, ich hätte jetzt BFF mitnehmen können für 15 Münzen. BFF, das hätte die vergrößert, oder? Das hätte meine Babys vergrößert, ja. Mhm. Ich krieg immer die richtigen Items, aber nicht dann, wenn ich sie brauche. Ja, ich nehme die Karte mit. Der Hermit brauche ich jetzt nicht, das macht mich... Itemraum, ne? Hermit. Schaff ich noch einen Run, oder? Auf jeden Fall, warum nicht? Denke ich schon. So oft wie ich sterbe. Okay, machen wir wieder random. Der Hermit, weißt du da noch auf Anhieb, was das macht? Triple Larry Jr., Quattro Larry Jr.? Ich hab Lilith bekommen. Aha, die, die ich auch gerade hab. Oh, I see. Oh, die sieht cool aus. Ja. Was ist denn, was macht die Box? Die double dein Baby für die deine Babys für den aktuellen Raum, aber nur für den einen Raum. Okay, Monstrous Tooth ist dann natürlich nicht so ein tolles Item. Warum? Was macht das? Das ist ein Use-Item. Ah ja, Use-Item ist dann besonders schlecht eigentlich. Boah, das ist echt ungewohnt. Also Respekt, wenn du damit irgendwo durchkommst. Damage plus Range up, das ist schon mal nicht übel. Devil Deal, guck mal. Wow, really? Ach, ich kann gar nicht fliegen. Das kann nur das Pad. Jetzt hat er es echt zurückgeschaut. Ich könnte mir jetzt einen Devil Deal holen. Ich mache das jetzt auch und riskiere dafür übelst viel Damage für das Baby. Aber egal, schauen wir mal. Weil der sammelt nämlich rote Herzen und gibt mir Seelenherzen dafür. Dark Bum. Mal gucken, ob der sich auch doubelt. Wenn das nichts bringt, da hast du quasi recht, aber... Oh. Eieiei. I see eigentlich so. Ah, na. The amount of is too damn high. Ja, das sind diese random Fliegen, die aber explodieren, wenn sie sterben. Oh, und damit will man halt gucken, dass sie da explodieren, wo du nicht gerade bist. Zumindest vom Vorteil. Ah je. Yeah. Das Game, ich hasse es. Was, Little Horn als ersten Gegner, ich hab dein Glück gerade. Auf was hab ich mich hier eingelassen, ey? Warum spiele ich dieses Game? The Mount of Fates. Wieso denn high, ey? Oh, bitte! Blödes Strecks! Alter Schwede. Ich habe jetzt 2 Minuten gebraucht für den Raum oder so, weil ich den Gegner einfach nicht hitten konnte. Oh, diese Löcher. What the fuck? Range Up hat mir echt gut getan. Die Range Up. Stopp. Es ist so ungewohnt, dieses indirekte Zielen. Little Horn, please. Baldos, please. Hasse die Spinnen. Also ich hasse alle Gegner, aber die Spinnen hasse ich am allermeisten. Bin ins Loch gefallen. Moment, ihr könnt mit einer Pille rauskommen. Kommt natürlich nicht. Bombs. Huch.
Technische Probleme. Hust. Nicht dieser blöde Duke-Sack. Dieser neue Sack of Flies, der die gelben spawnt. Ja, was will ich denn? Alter, Babys, könnt ihr mal irgendwas tun? Wow, der muss weg. Ja, es hat, zum Glück hat dieses Verdopplungs-Item nur zwei Räume Cooldown. Beziehungsweise einen großen, ja. So viele Necessary Hits, weil ich einfach kein Damage mache. Necessary sind die nicht wirklich. Unnecessary, ja. Und immer diese Globbler hier. Können die mal hier rauskommen? Wow, das sneakt ja um die. Wow. Er kassiert die Hits. Ja, das ist halt einfach nicht drin. Sie sehen ihn kassieren. Ich bin der maximale Kassierer. Sie hassen. Ja, die spawnen so, dass ich die mit dem Baby nicht treffen kann. Stade, ey. Ich hab halt kein Damage. Ich brauch 6 Hits oder so für die Boys. Ist auch nicht so das gute Item. Also bis jetzt haben wir noch nicht so viel Glück bei Lilith. Ja, ich hab da auch kein Item Luck. Wow. Der erste Run lief natürlich hammermäßig mit Lord of Flies. Es gibt Herzen. Spider-Babies. Jetzt überhaupt nicht. Der Hermit bringt mich, glaube ich, in den Item Room. Oder nee, in den Shop. Ja. Das wäre jetzt eigentlich ganz praktisch. Brauchst du auf jeden Fall keinen Schlüssel dann dafür, das ist schon mal gut. Wow, nicht mir fehlt eine Münze für das Seelenherz. Würde ich natürlich mitnehmen. Was ist das denn? Wow. Da nicht. Wo lang muss ich hier lang? Für die Two Lovers? Oh, ja auch nicht. Two Lovers droppt 2 rote Herzen. Oh ja, muss ich auf jeden Fall doublen. Und die sind fies. Boah, guckt halt, wie sie mich einkesseln. Alter Schwede. Und dann auch noch explodierende Drecks fliegen. Okay. Habe ich schon getestet gehabt. Wow, okay, Glück gehabt. Ich probier's mal genau da unten, obwohl das eigentlich relativ wenig Sinn macht. Den ergibt. Das auch. Ja, nee. War sinnlos. Also an den Knochenviechern nervt mich halt einfach der unglaubliche Shotspeed von denen, ey. Schon, oder? Ein halbes Herz, Dark Bam, sammle das ein. Dann hole ich mir ein Seelenherz. Und mit Two Lovers hole ich mir nochmal Herzen. Da droppt er mir nochmal Seelenherzen. Also Lilith ist wirklich Item Room gewöhnungsbedürftig. Piep? Really? Ich hab Dangle. Ist das der Gelbe? Ja. Ja, und den seine Babys kommen raus katapultiert. What? Wenn der pfeift. What? Fuck ist das Scheiß. Ich kassiere die Hits. Uff, und ich hab gedodged gerade. Vielleicht ploppt auch noch das nächste Auge raus. So richtig viel Schaden habe ich dem noch nicht gemacht. Oh. Oha. Unser Raum ist voller Pisse. Also, kurz zur Info. Die Pisse macht Damage und die Augen halt auch, wenn ich die abkriege. Und wenn ich an denen ranlaufe, macht das Damage. Und wenn ich die Schüsse einsammle, macht das Damage. Und so zum Beispiel. Kannst du mal aufhören zu pfeifen, Dangle? Was? Macht er nicht so? Achso, das warst du gerade. Ich dachte schon, er war das. HP ist ein bisschen höher, aber ja. Wow, Soul Converter bringt mir überhaupt nichts. Dangle down. Weil Soul Converter macht auch nur Devil Room. Oh Gott. Jetzt muss ich mich entscheiden. Hilft das bei den Pets? Book of Belial. Normalerweise haben sie gesagt, bei dem Addon haben sie irgendwie, was weiß ich, wie viele Item-Kombinationen hinzugefügt. Also theoretisch könntest du Glück haben, dass aber das dabei ist. Doppeln ist eigentlich schon besser, oder? Ich gehe in den nächsten Raum. Ich lasse es liegen. Geld? Viele werden mich dafür jetzt bestimmt schlagen. Was wollte ich aus dem Shop, wofür ich kein Geld hatte? Und viel wichtiger, wo war der Shop? Ach, da unten. Ich nehme jetzt hier keine extra Räume mehr mit, weil mit dem Leben sieht es halt auch nicht ganz so gut aus. Was wollte ich mir hier holen? Ach ja, das Seelenherz. Oder für 15 Punkte die Spectral Tears, aber kriege ich noch 15 Münzen? Diese Bumerang-Tränen. Wir gucken mal, was wir hier rausholen. Nichts. Ich habe halt nicht mal Glück mit den Pilzen, ey.
Okay, das ist machbar. Okay, das ist machbar. Was ist das? A missing page. It glows with power. Irgendwelche Ahnungen? At Chaos? Missing page. A trinket. It glows with power. Achso, das hat eine Chance, ich glaube, von 1 oder 5%, irgendwie sowas, in einem Raum zufälligerweise zwischendurch einfach mal die Death-Karte auszulösen. Oder was die? Was die Death-Karte? Ich glaube, eine schwächere Death-Karte, irgendwie sowas. Oder war das das Necronomicon? Da muss ich echt mein Item nutzen. Eins von den beiden hat das gemacht. Bin nicht mehr sicher. Na, Necronomicon klingt irgendwie mehr danach. Klingt mehr nach Tod. Bei Envy ist es ganz besonders wichtig, vor allem immer erst die Kleinen loszuwerden, sonst wird der ganze Bildschirm voll. Ja, also genau das nicht zu machen. Es ist immer wieder cool, wie ich Dinge erkläre und sie dann genau nicht mache. Läuft. Läuft bei mir. Tears up. Oh nein, Schubdawub. Theoretisch ein cooles Item. Oh Gott, ist das Sojamilch? So leicht milchig in dem Glas? Ja. Ist Soymilk, yes. Soll ich das tun? For the sake of fun, ja. Ich hab die Sojamilch mit meinem Pet. Rip run. Es gab noch nie einen Run. Also Sojamilch gibt's ja seit dem Standard-Biting. Und es gab noch nie einen Run, wo ich Soymilk nicht... Ich hatte den Boss ja schon. Wo ich Soymilk nicht bereut hätte.